problema. Jaz mi garč, German je rende zelo, ampak pojem, ali sem to svet. Jaz sem kisel v Rahim, bo rad besta svet. Mi garč pa je rende tak, manj. German je rende. Vor 100 Jahren war das armenische Volk in der Lage, sich von ausländischen Mächten zu befreien. Und im Mai 1918 einen Schritt zur Schaffung einer unabhängigen Staatlichkeit zu machen, womit der Traum des armenischen Volkes von Jahrhunderten verwirklicht werden konnte. Unser mutiges Volk, das Anfang des 20. Jahrhunderts den Völkermord überlebt hatte, träumte trotz Verfolgung und zahlreicher Ungerechtigkeiten weiterhin von Freiheit und Unabhängigkeit. Am 28. Mai 1918 haben die Armenier ihre erste Republik gegründet. Der lange Traum unseres Volkes, einen freien und unabhängigen Staat zu bauen, wurde wahr. In diesen Jahren nach dem Ersten Weltkrieg machten einige europäische Länder auch den Schritt von der Monarchie zu einem parlamentarischen Staat. Auch in Österreich wurde die Monarchie abgeschafft und die Republik ausgerufen, die heute allen Bürgern das Recht garantiert, frei zu leben, zu denken und zu arbeiten. Der Vorstand der armenischen Kirchengemeinde hat diese Ereignisse in beiden Ländern hervorgehoben und beschlossen, das Ereignis in seiner Geschichte der armenischen Staatlichkeit zu erwähnen. Seit heute wehen an der Fassade unseres Gemeindehauses, verbunden mit der Kirche unserer lieben heiligen Ripsime, die Fahnen Armeniens, des Heiligen Stuhls von Eçmiadzin und unserer zweiten geliebten Heimat Österreich. Es ist unser Bekenntnis, dass wir Armenier die Unabhängigkeit, die Freiheit der Menschen im christlichen Glauben und das Engagement in der Diaspora in diesen Fahnen symbolisiert sehen. Unsere Kinder, die nächste Generation, sollen umso mehr den österreichischen Freunden den Stolz und die Zuversicht unserer Kulturen, unseres Landes mit Leichtigkeit und großer Sympathie vermitteln. Ich gratuliere uns allen zu dieser Gelegenheit und natürlich zum 100. Jahrestag der Ersten Republik Armenien, die morgen gefeiert wird. Schnurrbarbarum.